Wir würden heute gerne nochmal eine ganz wichtige Thematik aufnehmen, und das ist Nachhaltigkeit. Wir haben momentan zurzeit bei der Miromico AG in Zürich 50 Mitarbeiter und etwas zwischen 15 bis 20 aktiven Projekten. Die meisten beschäftigen sich mit der LoRaWAN-Technologie, und wir können ungefähr behaupten, dass sich 60% von diesen Use Cases mit Optimierungen, Automatisierungen und mit der Nachhaltigkeit beschäftigen. Und unsere heutige Welt sieht leider ein bisschen nicht so optimal aus. Ich habe probiert, vor einigen Wochen eine Reise zu planen, und zwar meine Sommerferien. Und ich hatte die Möglichkeit Richtung Norden und musste nachschauen, ob es Überschwemmungen gibt, Richtung Süden, ob ich mich für Waldbrände entscheiden kann und welche Regionen überhaupt in Frage kommen, weil wir haben die Covid-Situation. Wir wissen, wir haben heutzutage Probleme mit Überbevölkerung, mit zu viel Verkehr auf unserer Straße, die Logistik funktioniert nicht so gut. Und vor allem die Covid-Situation hat natürlich noch einiges an Problemen aufgedeckt, die wir vorher noch gar nicht gesehen haben. Gemeinsam mit die Firmen Miromico und Gritec haben wir noch das IoT Business Hub gegründet. Uns ist natürlich ganz wichtig und steht im Fokus vom Hub, dass wir uns immer mehr oder vermehrt auf Use Cases konzentrieren, die im IoT und auch Unternehmen zusammenbringen, die eine wichtige Rolle einnehmen, vor allem wenn es darum geht, um Sustainability Development Goals, die von der UN in den United Nations im Jahre 2015 definiert worden sind. Und wir werden im Verlauf vom Vortrag auch auf 3 ganz große Use Cases oder Kunden-Use Cases zeigen, die sich mit ähnlichen Thematiken beschäftigen oder mit Thematiken und auf die einzelnen oder typischen Sustainable Development Goals eingehen, die mit IoT quasi optimiert werden können. Und IoT steht in erster Linie um Effizienz. Und zwar in den verschiedensten Sektoren. Steve Jobs, der das iPhone zum ersten Mal präsentiert hat, hat gesagt, es ist eine Technologie, die in der Geschichte der Menschheit wird eingehen. Es wird vieles verändern. Beim IoT, wenn wir nach einem iPhone suchen, das werden wir nicht finden. Wir werden verschiedene iPhones oder ähnliche Technologien in den verschiedensten Sektoren finden. Und wir werden heute einige von diesen Sektoren auch aufdecken. Wir werden aber hoffentlich nicht so viel Zeit verbrauchen, dass wir noch zum Apro kommen. Wie ich vorhin gesagt habe, wir erwarten eigentlich einen Tsunami von Mikroanwendungen. Also nicht einzelne iPhones, sondern es werden immer mehr Anwendungen kommen, die Optimierungen in den einzelnen Sektoren werden erreichen. Wie unsere Kollegen von Microsoft schön in ihren Slides gezeigt haben, es wird immer mehr Echtzeit-Anwendungen geben. Und für das brauchen wir Systeme, die natürlich auch die Möglichkeiten haben, sei das Edge-Processing oder Edge-Processing direkt auf dem Sensor, wo natürlich die Datastreams überhaupt zur Verfügung stellen können. Und wir glauben immer mehr, dass die großen Innovationen in der Software passieren, sei das die Plattformen. Und ich vermute, also die großen Investments, die ein Partner wie Microsoft auch tätigt, die machen natürlich auch Sinn, weil wir auch tagtäglich erleben, dass dort noch viel mehr Innovationen gebraucht werden. Als Beispiel, wir müssen Hunderttausende von Sensoren können auf dem Feld updaten, ohne dass irgendetwas schief geht. Und einen grossen Markt dahinter wird man natürlich auch finden. Da werden wir die verschiedenen Use Cases später präsentieren. Noch ein kurzer Recap zu der LoRaWAN-Technologie. Wieso ist es so wichtig oder wieso ist es so wichtig bei unseren Kunden, dass man überhaupt so eine Technologie oder so viel Wert auf diese Technologie gerade legt? Wir können mit ganz wenig Gateways gute Konnektivität erreichen und vor allem bei vielen Anwendungen braucht es gar keine grossen Datensätze, die übertragen werden müssen. Die LoRaWAN-Technologie kann eine grosse Anzahl von Knoten pro Gateways
verbinden. Wir haben heutzutage sogar die Möglichkeit, über Satellit Kommunikation zu ermöglichen, dass Sensoren Direktdaten zu Satelliten schicken. Also die lokalen Gateways sind gar nicht notwendig. Wir haben die Möglichkeit, ganz grosse Batterielebenszeiten zu erreichen. Also es könnte sogar einen Schritt weiter gehen, dass wir über batterielose Sensoren könnten reden in nächster Zukunft, dass Batterien gar nicht notwendig wären. Und mit den Infrastrukturkosten, die heutzutage vorhanden sind, also wir bauen selber als Miromi KG Indoor Gateways und sehen, dass wir eigentlich mit ganz wenig Entwicklungskosten vergleichsweise könnt Technologie ausrollen, dass man ganze Netz oder ganze Städte oder Gebäude oder Dörfer könnt mit LoRa ausrüsten. Ein kurzer Vergleich zu der 5G-Technologie. Man kann natürlich nicht 5G direkt mit LoRa vergleichen, vor allem weil es beim 5G um ganz grosse Datendurchsätze geht. Wir haben hier einen Vergleich zu den 4G-Basisstationen. Für eine Abdeckung von einer LoRa-Station braucht es ungefähr 8 4G-Basisstationen und nochmal eine Multiplikation von, mit einem Faktor 8 an 5G-Basisstationen. Und die Kosten von 5G-Station ist natürlich um einiges höher als LoRa-Gateway. Natürlich, meine Behauptung ist heute aber nicht, dass man jetzt 5G-Stationen mit LoRa abdecken sollte. Das geht natürlich nicht, aber was man mit LoRa kann abdecken, sollte man mit LoRa abdecken. Und was man mit 5G kann abdecken, sollte man dann schlussendlich mit 5G machen. Das sind noch ein paar Zahlen von den USA, wie viele Basisstationen momentan für 4G-Netz vorhanden sind. Wir reden von 200.000 Gateways. Erwartet wird, dass man Faktor 8 mehr Gateways wird brauchen. Und eine grosse Thematik wird noch Helium sein, auf das komme ich am Ende vom Vortrag. Also es gibt auch Bewegungen, dass man weltweit Abdeckung mit LoRaWAN erreichen wird. Aber bevor wir auf das kommen, würden wir gerne noch ein paar Kunden-Use-Cases vorstellen. Und das macht mein Kollege Alex. Danke vielmals. Ja, eben, genug Visionen. Was haben wir umgesetzt? Was konkret kann man mit LoRaWAN zum Beispiel erreichen? Welche Kundenprojekte oder welche Kunden-Use-Cases haben wir in der Vergangenheit oder aktuell sind wir gerade am Umsetzen. Ein Use Case, der sehr spannend ist, ist zusammen mit Erika. Ein Kunde von uns, ein junges Startup, vor gut einem Jahr angefangen, zu uns gekommen, erste Sensoren wollen haben für einen Use Case, der dazu mal in der Pandemie noch nicht so grossartig ein Thema war. Jetzt mit der Corona-Pandemie haben sie einen Use Case gefunden, der extrem gut skaliert. Problematik, Auswirkungen von Covid natürlich, Arbeitslosigkeit, die Fallzahlen, die steigen, auch häusliche Gewalt, all die Sachen, die wir auch vorher erwähnt haben, diese Sustainability, die wir verhindern wollen, als Folge von Homeoffice, also Corona-Pandemie. Es geht langsam ein bisschen das Ende entgegen, aber gerade mit dem Use Case können wir solche Situationen, wie wir heute haben, also Treffen von Personen, auch wieder offene Schulen, die Leute können zur Arbeit gehen, können wir viel schneller erreichen und viel schneller wieder zurück zur Normalität kommen. Es geht um Luftqualitätsmessung. Eine Hypothese oder eine, sagen wir, bewiesene Annahme ist, dass man in einem Raum die Virenverbreitung viel, viel stärker ist als im Aussenraum. Also wenn man draußen ist, ist dann, hat man eigentlich kein Problem, dass man Viren schnell verbreitet. In meinem Raum könnte ich natürlich nicht annehmen, es gibt Aerosol, die sind umeinander. Und die Aussage ist, man kann im Innenraum mit schlechter Luftqualität können sich die Viren viel besser verbreiten. Es gibt noch andere Zahlen, die dann eben auch den Use Case interessant macht für Nicht-Corona-Zeiten. Die Effizienz in einem Meetingraum, wenn der CO2-Pegel viel zu hoch ist, geht praktisch gegen null. Das heisst, die Leute sind nicht mehr aufnahmefähig, sie werden müde. Es macht theoretisch Sinn, dass man schnell 10 Minuten rausgeht, frische Luft reinlässt und dann das Meeting weiterfährt. Aber man muss es zuerst mal, das ist ja nicht eine Situation, die von einem Moment auf den anderen kommt. Man wird langsam müde, man merkt es gar nicht. Und irgendwann schlaft die halbe Belegschaft und das Meeting ist eigentlich für Katz gewesen. Sprich, das Geld, das man eigentlich investiert in Löhne, ist eigentlich mehr oder weniger verbrannt. Aber wie merkt man das? Erika hat da ein System entwickelt, das so Sachen automatisiert im Hintergrund merkt und auch dann kann weiter kommunizieren und entsprechend kann man auch Massnahmen machen. Erika optimiert die beiden grössten Kostentreiber für heutige Unternehmen, zumindest in der Schweiz oder in Europa. Eins ist Gebäude, also
Raumflächen, Büroraumflächen, die Nutzung von diesen Flächen, jetzt auch gerade im Zusammenhang mit Homeoffice oder Leuten, die am Arbeitsort sind. Wie viele Flächen brauche ich effektiv? Niemand weiß es. Also baut man mal genug an. Und plötzlich hat man leerstehende Flächen. Und klar, man kann sie mit Pflanzen begrünen, es sieht schön aus, aber am Schluss ist es Geld, das man könnte einsparen könnte, wenn man effizient und gut kann einrichten kann. Man kann die gemeinsame Raumnutzung verbessern. Und man kann auch, wenn man detaillierte Zahlen hat und weiss, wie der Raum genutzt wird, kann man das alles massiv verbessern. Und natürlich eben auch, was vorher schon angetönt, Mitarbeiter, man kann sie besser unterstützen, sie können ihre Arbeit besser machen, wenn sie zum Beispiel ein gutes Raumklima vorfinden, geht einerseits die kognitive Fähigkeiten gehen auf und andererseits kann man natürlich auch Krankheitstage reduzieren, was auch wieder die Effizienz vom Mitarbeiter zukommt. Erika setzt an, sie nehmen Sensoren, installierte Sensoren im Gebäude. Die Sensoren messen die Luftqualität, also Luftdaten wie CO2, VOC, also irgendwelche Gase in der Luft, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und auch Feinstaub. Aufgrund von diesen Daten erarbeitet sie im Backend mit Modellen von den Räumen, die sie haben, erarbeitet sie Empfehlungen oder sie sehen, in welche Tendenz dass der Raum zum Beispiel geht. Sie können zum Beispiel aufgrund von den Messwerten eine Raumbelegung festlegen. Sie können sehen, sind Räume belegt, sind Räume nicht belegt, sind Räume, die reserviert sind, werden die überhaupt belegt, wie lange sind die Leute in den Räumen. All die Daten, all die Informationen kann Erika mit ihrem Backend, was ihr Kernasset ist, aus diesen Daten herauslesen. Funktioniert dann auch natürlich mit Anbindung an Drittsystem. Einerseits Microsoft Office, wo man die ganzen Raumreservationen hat, Slack und so weiter, das funktioniert alles. Das heisst, man kann dort dann auch wieder korrigierend eingreifen und so die Unternehmenseffizienz steigern. Und natürlich, dass die Sensoren auch einfach und günstig installiert werden können, darf keine Verkabelung an, weil verkabelte Sensoren sind in den meisten Fällen der Killer für den Use Case, weil einfach viel zu teuer sind. Das heisst, ein LoRaWAN-Sensor kann ich mit einem Kleber an die Wand kleben und er ist installiert. Der Gateway langt einen pro Gebäude oder im schlimmsten Fall einen pro Stockwerk, wenn man von einem grossen Haus redet. Und so kann man die Daten ziemlich einfach innerhalb von wenigen Minuten den Use Case installieren und die Daten der Verarbeitung zuführen. Und natürlich, weil es immer das Wichtigste von der ganzen Applikation ist, Total Cost of Ownership, das heisst Batterielebenszeit, weil am Schluss ist das Geld, das ich brauche, um jemanden vorbeischicken, um mit den Sensoren Batterie wechseln, geht wieder auf die Systemkosten zurück. Das sind Sensoren, die Erika installiert. Eben, wie gesagt, Lufttemperatur, Luftqualität, CO2 messen. Anbindung über LoRaWAN. Es wird relativ häufig gemessen mit hochpräzisen Sensoren. Also auch die Sensorevolution ist ein grosser Teil von der Arbeit im Projekt, um wirklich qualitativ hochwertige Messungen zu machen. Also die Auswahl von einem guten CO2-Sensor, den ich auch an Batteriebetrieben installiere, ist einer der grösseren Knackpunkte im System. Und natürlich dann auch, um den Leuten entsprechend Feedback geben können, erleuchten zur Rückmeldung, entweder direkt im Raum oder an anderen Orten, wo man machen kann. Natürlich kann man die Informationen dann auch in ein System, wie ein Heizungs-Lüftungskontrollsystem einschliessen, zum Beispiel, um dann auch allenfalls die Klimaanlage oder die Lüftungs anzukurbeln. Was sieht Erika alles in ihrem Dashboard? Also einerseits Raumbuchungen. Also die Leute, die in grossen Unternehmen arbeiten, kennen häufig Meetingräume, sind alle über Wochen ausgebucht. Aber wenn man dann um die Zeiten mal durchläuft, die sind eigentlich alle leer. Das heisst, es gibt Regelbuchungen, die werden einfach nach 2-3 Wochen sind die gar nicht mehr aktuell, sind aber trotzdem in den Kalender eingetragen. Wie kriegt man das wieder weg? Eben über Erika gesehen, Meetingräume, die regelmäßig Meeting morgen um 8 Uhr gebucht sind, die werden gar nicht belegt. Also kann man die Reservationen canceln. Man kann Meetingräume auch frühzeitig wieder freigeben und so spontane Meetings erlauben, was heute jetzt gerade mit Remote, mit den ganzen Remote-Sessions, wo die Leute immer am Computer müssen, viel telefonieren, halt auch wieder das Arbeitsklima in den Grossraumbüros massiv kann erleichtern. Man sieht zum Teil gewisse Muster und man kann auch ein bisschen schauen, welche Mitarbeiter sind sowieso im Geschäft und machen die ganze Zeit eigentlich Homeoffice-Arbeit, sprich, sie sind die ganze Zeit sowieso am Computer, denen kann man allenfalls einen Arbeitsplatz zuhause zur Verfügung stellen und sie so einerseits den Arbeitsweg sparen und auch zuhause besser unterstützen, weil man weiss, die Arbeit macht von dort aus sicherlich Sinn. Dann eben natürlich auch Effizienzmanagement, also die Leute im Meetingraum zählen, wie viele sind da, wie viele
buchen zwei Leute einen Meetingraum für 10 Leute, kann man dort dann optimieren, kann man allenfalls schauen, wo man vielleicht mehr kleine Meetingräume schafft, einfach mal die ganzen Informationen überhaupt können sammeln, kann man mit IoT machen und relativ günstig installieren. Und natürlich am Schluss auch die Luftqualität in den Räumen insgesamt optimieren, gerade in den Gebäuden heute, wo man zum Beispiel Fenster nicht mehr aufmachen kann, einfach mal schauen, wann überhaupt wo Aktionen gemacht werden und einfach am Morgen mal machen, die Lüftung einschalten bis am Abend um 5 Uhr, wenn die Leute sowieso wieder daheim sind und die ganze Energie eigentlich so durch verbraten oder verschwenden. Einsatzgebiet, klar, Bürositzungszimmer, sehr offensichtlich, aber natürlich auch im Gesundheitswesen. Ich denke, in der Schule ist das ein grosses Thema. Remote Schooling war für viele Eltern kein tolles Erlebnis gewesen, auch für Kinder natürlich nicht. Also ist eigentlich eines der grossen Ziele oder eines der grossen Möglichkeiten, die man mit Erika kann erreichen kann, ist, dass man die Schulen für Kinder sicher öffnen können und auch die Kinder wirklich dann mit einem guten Luftklima in die Schule gehen können. Natürlich Hotel, Restaurant, Coworking Space, auch dort kann man die Sensoren benutzen. Erika kann mit ihrem Backend die entsprechenden Nutzdaten rausziehen und so einiges in den Gebäuden verbessern und effizienter gestalten. Ein zweiter Use Case, geht es mehr um Lebensmittel. Food Waste, ein grosses Thema in Europa, ein grosser Teil vom Essen, wo für uns, für Europa produziert wird, bei uns in den Supermärkten landet, wird irgendwann weggeworfen, obwohl es eigentlich allenfalls noch gut wäre, oder durch bessere Haltung, bessere Lagerung, besseres Monitoring hätte können, zu den Leuten gebracht werden und verkauft werden. Andererseits, das ist die eine Seite vom Thema, die andere Seite vom Thema ist natürlich das ganze Lebensmittelverkaufs, also eigentlich von der Produzenten bis hin zum Endkunden, gibt es auch von der Behörden sehr viele Auflagen, sehr viele Vorschriften, die Grossverteiler wie Migros, Coop zum Beispiel einhalten müssen. Das heisst, sie müssen regelmäßig Kontrollen machen, sie müssen auditierte Daten liefern, wo ein Lebensmittelkontrolleur kann sagen, ist zum Beispiel eine Kühlkette von einem Stück Fleisch die über die ganze Zeit auch wirklich eingehalten worden. Axino, einer von unseren Kunden, er hat das auf die Spitze getrieben, er hat einen neuen Sensor entwickelt und verkauft oder bietet seinen Kunden, eben wie Grossverteiler wie Migros, Coop, ein neuartiges Qualitätsmanagementsystem für Lebensmittel an. Es ist einfach, dass Axino einen Temperatursensor in die Kühltruhe tut und sieht, jetzt ist es mal ein bisschen zu warm, jetzt können wir das ganze Fleisch abrum und wegwerfen. Nein, Axino kann mit dem Sensor, der in der Kühltruhe ist, effektiv Kerntemperatur von den Lebensmitteln voraussagen. Mit einem Digital Twin, das sie im Hintergrund haben, das sie ihren Backend rechnet, rein auf die Daten, die der Sensor liefert, Temperaturdaten, können sie sagen, dass die Temperatur in einem Käse, in einem Fleisch permanent in der regulatorischen geforderten Bandbreite war. Das ist natürlich ein sehr interessanter Use Case für ein Migros, für ein Coop, weil so können sie einerseits sehen, funktionieren ihre Kühlsysteme, sind die Lebensmittel richtig gelagert worden. Aber der andere Aspekt ist, wenn Migros ist verpflichtet, um die Sachen zum Beispiel kontrollieren zu lassen, das müssen sie dokumentiert, regelmäßig gemessen werden. Das heisst, schickt Mitarbeiter regelmäßig vorbei, die müssen ins Fleisch hineinstechen, in den Käse hineinstechen und das auf Papier aufschreiben und irgendwo dokumentiert ablegen. Und einmal im Jahr, einmal alle zwei Monate, keine Ahnung, wie häufig kommt der Lebensmittelinspektor vor Ort und will die Daten sehen. Das heisst, man geht hinter, holt ein Papier, ein Berg voll Papier und der kann sich dort durchwühlen. Also es gibt keine automatisierte oder digitale Möglichkeit bis jetzt, die Daten zu erfassen oder auch im Inspektorat zu melden, respektive man sieht auch gar nicht, wann etwas überhaupt vorzeitig schon aus dem Ruder könnte laufen. Axino hat da mit ihrem System, mit der Voraussage der Kerntemperatur, ein System geschaffen, das ein neuartiges Qualitätsmanagementsystem darstellt. Natürlich auch da wieder Vorteil von LoRaWAN. Der Sensor kann einfach mit einem Magnet in den Kühlschrank hineingeklebt werden und meldet von dem Moment an sofort Daten. Der Vorteil natürlich, voll digitalisiertes Qualitätsmanagement. Das heisst, man sieht eigentlich voraus schon im Backend, ob alles grün oder ob irgendwelche Sachen rot sind. Es geht nachher auch schrittweise ins Predictive Maintenance hinein. Wenn man schon einen Sensor dort hat und dann noch ein bisschen mehr hört oder mehr sieht, kann man zum Beispiel voraussagen,
wenn ein Kompressor von einem Kühlschrank ausfallen kann. Das kann man hören, das spürt man. Ein Experte, der mit Kühltruhe zu tun hat, der kann 2-3 Tage voraussagen, dass die Kühltruhe bald ausfallen wird. Und das hilft auch in der Planung, weil wenn die Kühltruhe ausfällt, ist sie kaputt, dann muss die Lebensmittel, die drin sind, die müssen gekühlt werden. Das heisst, es müsste eigentlich Ersatzkühltruhe umeinander haben. Hat sie in den meisten Fällen gar nicht, die sind irgendwo im Zentrallager. Das heisst, nur schon das Anschieben, das vielleicht 2-3 Stunden geht, in dieser Zeit kann man die Lebensmittel wegwerfen. Und wenn das jetzt eine Truhe war mit dem Filet, kann das relativ ein grosser Betrag sein, den man einfach so mal muss auf den Kompost werfen. Eben, 15% Lebensmittelabfall kann man reduzieren, sehr viel Energie sparen, weil man durch die Kühlung richtig ansetzen kann. Und rein durch Personalkosten und so weiter kann man sehr viel Geld sparen, weil die Leute eigentlich nicht mehr die Arbeit mitmachen vom Umeinanderlaufen und rein Temperaturen messen, wo man jetzt alles digital automatisiert aufzeichnen kann. Und natürlich ist das System auch am Wochenende vor Ort, sprich, wenn einmal der Strom ausgefallen ist und dann nachher kühlt und nicht mehr läuft, weiss man das und kann irgendeinen Picke-Mensch vorbeischicken, der mindestens schaut, dass der Strom wieder hochkommt. Auch wenn es nur ein kurzfristiger Stromunterbruch ist, was passiert ist, dass alle Kühler runterfahren und alle probieren gleichzeitig zu starten und sobald dann da alle Kompressoren gleichzeitig anfahren, ist die Sicherheit gar wieder draußen. Das heisst, auch wenn der Strom wieder kommt, die Kühltruhe läuft in den meisten Fällen gar nicht mehr weiter. Ein dritter Use Case, den wir, den ich gerne präsentieren würde, ist in Zusammenarbeit mit unserer Firma Tesenso. Tesenso ist eine Tochterfirma von Miromico, 2020 gegründet worden. Wird heute Abend auch von Fabian Uetz vertreten. Also wenn jemand gerne nachher Fragen stellen wird zu Tesenso, Fabian ist da gerne bereit, Fragen zu stellen. Aktuell mit 2 Büros in Zürich und Schaffhausen vor Ort. Und wir haben Tesenso gegründet mit dem Hinblick, dass Miromico reiner Hardware-Lieferant von Sensoren kann bleiben und wir mit Tesenso dann können entsprechende Use Cases, vor allem jetzt, auch wenn ich jetzt nachher präsentiere, im Bereich Gebäudeeffizienzsteigerung, Gebäudemonitoring und Gebäudeeffizienz können tätig werden. Facility Management mit IoT. Was kann man alles machen? Bis heute wird, also bis in der Vergangenheit sind Gebäude von Personen gemanagt worden. Das heisst, man ist vorbeigegangen, hat Wasserstand abgelesen, man hat elektrischen Stand abgelesen, man hat geschaut, die Heizung ist ein bisschen zu warm, ich tue ein bisschen zurückschrauben, schauen, wie es dann 2-3 Wochen später reagiert. Also all das, die ganzen Sachen sind alles mehr oder weniger von Hand gemanagt worden. Man hat müssen Zahlen von Hand erfassen, auf Papier aufschreiben. Man hat eigentlich gar nicht wirklich gewusst, wie reagiert das Gebäude überhaupt darauf, wenn man irgendeinen Regelparameter verändert, wenn man etwas anpasst. Also einerseits Nachhaltigkeit von Gebäuden verändern mit Messdaten, Carbon Footprint von der ganzen Immobilie abkriegen. Dann natürlich, viele Gebäude haben das Problem von Energieverschwendung erkannt. Man hat angefangen, Minergiehäuser zu bauen. Man hat aber auch nicht gewusst, wie reagieren die Gebäude. Jetzt haben wir, am Schluss heizt man viel zu viel, weil die Energie kann gar nicht mehr an, weil die ist so gut isoliert, dann wird es eigentlich am Schluss wird man zu warm und man läuft im Winter mit dem T-Shirt umeinander zu Hause. Oder in den Bürogebäuden. Und auch dort Daten sammeln, um die Fälle, um die Situationen analysieren und auch entsprechend richtig reagieren. Dann natürlich Energiemanagement, Verbrauchsmanagement, Verbrauchsberechnung, etwas, das immer mehr kommt. Unsere deutschen Nachbarn haben das schon viel mehr auf die Spitze getrieben. Dort wird Energieverbrauch wirklich auf die Wohnungen, muss es auf die Wohnungen abgerechnet werden, im Detail. In der Schweiz ist man da noch ein bisschen lockerer, da nimmt man einfach Gesamtenergieverbrauch durch Anzahl Wohnungen, vielleicht noch ein bisschen Quadratmeter kompensieren und so weiter. Aber eine einfache Milchbüchli-Rechnung wird uns früher oder später sicherlich auch einholen. Das heisst, umso besser, wenn man heute schon parat ist mit irgendwelchen Sensorik, wo man sieht, wer wo wie viel Energie verbraucht. Dann natürlich E-Mobilität und Energiemanagement, wenn es darum geht, in der, zum Beispiel Solarpanel auf einem Haus zu haben, wo Mieter und Besitzer von Gebäuden sich teilen müssen. Und natürlich insgesamt Energieoptimierung in Gebäuden, in Geschäftsgebäuden oder Industrien. Eine Problemstellung von Gebäuden ist, 38% der weltweiten CO2-Emissionen werden von Gebäuden verursacht. Das ist einerseits der Betrieb der ganzen Gebäude, aber beinhaltet natürlich auch den ganzen Bau, also Construction vom Aufbau von einem Gebäude, also der Lastwagen, der Beton muss anfahren, die Herstellung von Beton und so weiter. Aber 38% der CO2-Emissionen werden durch Gebäude verursacht.
Die Zahl kennen wir jetzt mal, jetzt müssen wir aber wissen, wo entsteht das, wie entsteht das und wann. Also, wir wollen das können reduzieren, oben runterkriegen und das Problem können, minimieren. Das heisst, wir müssen eigentlich verstehen, an welchen Schräubchen müssen wir am besten drehen, dass wir das Problem besser in den Griff kriegen. IoT hilft uns da, weil auch wenn ein Gebäude, allenfalls schöne Gebäudeleitsystem, ein tolles Netzwerksystem zum Beispiel von Siemens drin hat, wo man theoretisch die Daten ankommt, es kann natürlich sein, dass das Preisschild in den meisten Fällen ist dort sehr hoch, dass wenn man bei Siemens die Datenpunkte zum Beispiel abholen will, dass es eigentlich in den meisten Fällen für den Liegenschaftsverwalter nicht finanzierbar ist. Jetzt mit T-Sensor können wir mit verschiedensten Geräten können wir in bestehende Anlagen rein. Das heisst, wir haben Stromzellen, wir haben Wasserzellen, wir haben Fernwärmeverteiler. Können wir heute Datenleser oder LoRaWAN-Sensoren oder andere Sensoren installieren und so die Daten an den Quellen abfassen. Und was wollen wir damit erreichen, ist, dass wir Gebäude können klassifizieren können, zum herausfinden, zum herauskristallisieren, in welchem Bereich oder in welchen Gebäuden Energie verschwendet wird, wo sind Investitionen nötig, um die Gebäudeeffizienz zu verbessern. Und da ist wichtig, dass man weiss, wo muss ich investieren und wo muss ich nicht investieren. Und darum gibt es da das, was wir da unten rechts sehen, die Karten, die man probiert aufzuzeigen. Die Messdaten werden alle in einem Backend gesammelt, über die Zeit werden die ausgewertet. Und man sieht nachher, es gibt gewisse Gebäude, die sind sehr schlecht in der Energieeffizienz und sie brauchen sehr viel Energie, um sich eigentlich überhaupt selber zu betreiben. Und dort ist der Punkt, wo man zuerst investieren muss. Das ist einerseits natürlich, um die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes selber wieder zu optimieren. Und das Zweite ist natürlich auch, die Gebäude, die gehören irgendjemandem. Das sind meistens irgendwelche Investitionsfonds. Investition wird auch immer grüner. Es wird immer mehr auf Nachhaltigkeit bei Investitionen geachtet. Das heisst, irgendjemand, der eigentlich ein Portfolio von uneffizienten Gebäuden hat, wird für Investoren über die Zeit weniger interessant. Sprich, wenn es mal zu einem Verkauf von einem Gebäude kommt, gehen die Investoren viel mehr auf die effizienten oder auch zertifizierten Gebäude. Und so kann man mit einfachen Installationen von wenigen Sensoren der Gebäude kann man Daten sammeln, anfangen Daten auswerten und an der richtigen Schräubli können zur Optimierung drehen. Ein Beispiel, wie wir das zum Beispiel machen können, ist, wir haben mit T-Sensor zusammen einen M-Bus-LoRaWAN-Bridge entwickelt. Mit dem können wir an sehr viele herkömmliche elektrische Zähler, Wasserzähler, die die Schnittstelle schon bietet. Andere Sensoren sind auch schon in Entwicklung, auch schon auf dem Feld. Aber so kriegt T-Sensor Daten für ihre Use Cases, also sie nachher kann für die Unternehmen, die Gebäude dann einerseits managen oder sogar besitzt, viel mehr Daten kann rausholen und so auch die Effizienz der Gebäude kann steigern. CEF, Zusammenschluss zum Eigenverbrauch, Solarpanel auf dem Dach von einem Mehrfamilienhaus. In der Schweiz sind viele von den Häusern, sind Mehrfamilienhäuserblöcke. Viel gibt es mit Stockwerkeigentum. Das heisst, wenn man eine Solarzelle auf dem Dach hat, ist natürlich toll, wenn alle den Strom brauchen können. Aber der eine hat sein Elektroauto und braucht eigentlich 80% vom Strom. Das heisst, die anderen Mieter wollen natürlich, dass der auch 80% von dem Strom, den man selber herstellen konnte, auch muss zahlen. Das heisst, es braucht am Schluss ein sinnvolles Verrechnungssystem. Also einerseits Energieverbrauchsoptimierung, wer braucht was, wenn. Also auch zum Beispiel, dass man herausfinden kann, dass man dann, wenn man sieht, wie viel Strom das Solarzellen wirklich erzeugen, dass man dann Hochverbraucher, wo man zum Beispiel einschalten kann, in dem Zeitpunkt laufen lässt. Aber natürlich dann auch Abrechnung von Solarstrom, dass verursachergerechte Abrechnung stattfindet und natürlich dann auch schlussendlich Überwachung von der PV-Anlagen, dass man auch sieht, dass die Anlage wirklich im Effizienzpunkt betrieben wird. Oder vielleicht gibt es auch Situationen, wo man einfach mal aufs Dach raufgehen müsste, die Solarpanel wieder mal reinigen, um die Effizienz zu steigern und so wieder mehr Energie rauszuholen. Ja, soweit zu unseren Use Cases. Ich übergebe wieder an Jacob. So wie bei jedem Vortrag von der Miromico AG geben wir am Schluss einen Ausblick, was in den nächsten Monaten wir noch am machen sind. Und zwar das Wichtigste in Kürze, wir investieren immer mehr in batterielose Sensoren und schaffen natürlich auch mit Fachhochschulen und Universitäten zusammen. Das ist ein Beispiel von das Gerät heißt MiroCard und kann über Bluetooth Nachrichten
schicken. Und zwar sind das Sensordaten. Und wir probieren natürlich auch immer mehr mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um neuartige Technologien für Harvesting, Energy Harvesting können in unsere Sensoren hineinbringen, dass wir längerfristig Batterien loswerden können. Dann, seit gestern haben wir einen Pressrelease mit Erika und Helium gemacht. Helium ist ein Unternehmen, das LoRaWAN-Konnektivität weltweit verbreitet. Die letzten Zahlen, die ich habe, Helium wartet oder Helium-Kunden warten auf 500.000 Gateways, die geliefert werden. Ihr System ist ganz simpel. Die ganze Konnektivität wird über Kryptowährung finanziert. Unsere Gateways sind im Prozess, um zertifiziert zu werden. Und wir werden natürlich auch probieren, Helium oder Helium-Kunden in nächster Zukunft zu supplyen. Und hoffen, dass wir da Supply könnt aufrechterhalten. Wir sind nächsten Monat in Bern am ASUT-Event mit dem IoT Business Hub. Und zwar laden wir immer Partner ein, die könnt auch an unserem Stand teilnehmen und ihre neuesten Produkte präsentieren. Um unsere Präsenz im Mittleren Osten, Dubai, Saudi-Arabien weiter ausbauen können, werden wir in Oktober in Dubai an der JITEX sein, und zwar innerhalb des Swiss Pavillon. Und merken auch, dass immer mehr Technologien und Kunden, die die Technologien brauchen, und Anfragen aus dem Mittleren Osten natürlich zu uns kommen. Vielen herzlichen Dank. Hat uns sehr gefreut, dass Sie heute teilnehmen konnten und von weitem her gereist sind. Wir danken auch unserem Partner Gritec für die ganze Organisation lokal am Ort. Und freuen uns auf die Frage beim APRO. Vielen herzlichen Dank.